Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Lizard 65032. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie LKW. Der Autor von diesem Mod heißt hier R.Mihail. Und die Modgröße liegt hier knapp bei 57,27 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser hier ca. 20 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann nur noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier aktuell unter Mods und DLCs. Und da haben wir hier schon den Lizard 65032. Dieser LKW kann hier alles laden, was hier unten aufgeführt wird. Als Beispiel haben wir hier Weber Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sorghumhülse, Sonnenblumen, Mais, Zuckerrüben, Zuckerrohr, Saatgut, Gras, Heu, Stroh, Silage, Häckselgut, Hackschnitzel. Dann haben wir hier noch Mist, Schweinefutter, Mineralfutter und vieles, vieles mehr. Dieser LKW hat knapp 350 PS, manuelles Getriebe, kann hier laden 250 Liter Diesel und fährt ca. 90 km/h, kann insgesamt knapp 17.000 Liter laden und wiegt 9,6 Tonnen. Kostenpunkt in der Standardkonfiguration 56.490 Euro. In der Konfiguration habt ihr hier Weber die Reifenvariante, entweder Standard oder Standard 2 oder Standard 3 oder Standard. Verkleidung der Konfiguration habt ihr hier Weber aktuell Design 1, Design 2 oder Design 1. Und Light Configuration haben wir hier Weber Design 1, Design 2 oder Design 1. Die Hauptfarbe habt ihr hier auch anpassbar, aktuell in Weiß. Dann haben wir hier noch Weber in Weiß-Grau, in Beige, in Golden, in Orange, in Kaminrot, in Rot-Orange, in Blau. Dann haben wir hier noch Weber Blau 2, in Aquablau, in Grün, in Grau oder auch gerne in Oliv. Die Designfarbe haben wir hier auch aktuell Weber in Weiß, in Weißgrau, dann in Beige, in Golden, in Orange, in Kaminrot, in Rot-Orange, in Blau oder auch gerne hier in Blau 2. In Aquablau, in Grün, in Grau oder gerne auch in Oliv. Farbe der Scheibe habt ihr hier auch wählbar, aktuell in Silber, in Schwarz, in Grau oder in Oliv. Und Farbe der Narbe habt ihr hier wählbar, entweder in Silber oder in Schwarz. Das Kennzeichen habt ihr dazu auch konfigurierbar. Dann kostet euch dieser LKW hier in dieser Konfiguration 56.490 Euro. Wir haben hier aktuell mal ein paar Beispiele hingestellt und möchten diesen auch gerne mal testen. Dazu habe ich mir hier mal einen LKW hier hingestellt und wir fangen immer mit dem Licht am Anfang an. Am Anfang haben wir hier die zwei kleinen Leuchten vorne und das Licht hinten. Dann haben wir hier noch weitere Scheinwerfer vorne und hier oberhalb auch noch zwei Lichter. Dann haben wir hier noch Blinker vorne rechts, am Kotflügel auch noch und hinten rechts, sowohl hinten links als auch vorne und noch vorne an dem Kotflügel. Das ist die Hupe und dann wollen wir das Ganze hier gerne mal starten. So hört der LKW sich hier an. Da haben wir noch die Rückfahrleuchten.
zwei Leuchten und ein Strahler. Die Bremse dazu. Auch zwei Stück. Und hier können wir nur wählen in der Tastenbelegung L1 und R1 und Dreieck für hier abladen. Sonst habt ihr hier in der Tastenbelegung keine Konfiguration möglich. Dann können wir hier mal testen, welche Sachen wir hier laden können. Wir fahren unter einem über die Kaufstation, drücken mal L3 und dann können wir hier zum Beispiel alles laden, was auch hier uns aufgefüllt wurde. Wir wählen jetzt mal den Weizen aus und laden knapp 7,3 Tonnen. Das Ganze sieht dann so aus. Fahren halt dann auch über das Silo hier. Na, können hier auch abkippen. Dann fährt der Kipper komplett hoch. Dann kippt das Ganze ab. Und dann können wir diesen LKW hier auch schön für unsere Farm nutzen. Fahren wir ein Stück nach vorne hier. Und machen diesen auch aus. Der LKW sieht dann so von innen aus. Auch hier mal sehr schlicht gehalten. Ne? Und optisch passt das Ganze hier schon mal. Wir haben die ganzen Leuchten dazu. Ne? Die Lichter, das Fernlicht. Ja, und hier die ganzen Inventarleuchten. Da haben wir noch den Blinkerhebel dazu und den Blinkerleuchter dazu. Und natürlich das Lenkrad und das Gaspedal auch. Dann ist das Ganze hier auf jeden Fall ein schicker LKW. Mit knapp 58 MB könnt ihr euch diesen auch gerne mal laden und auf eurer Karte testen. Dann sind wir hier schon leider auch zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst noch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen habt dazu, Anmerkungen oder gerne mehr, schreibt mir diese doch gerne bitte in die Kommentare. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.